Hallöchen und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play. Was willst denn du zu Let's Play? Wenn der einen externen Auftrag hat, ne, dann machen wir das doch weiter gleich. Medizinische Versorgung. Da langen diese Kampftruppen. Und Ressourcensammlung ist auch nicht schlecht. Unit dispatched. Yo, so. Wir gehen heute zurück zur Motherbase. Am besten gleich doch wirklich wieder zur Haupt Plattform. Ja, letzte Folge hatten wir Hugh Emmerich zum ersten Mal gesehen. Und ja, recht coole Videosequenz, wie ich finde. Hat uns dann gleich weitergeleitet zur Hauptmission Nummer 12. Aber wir machen demnächst dann die Hauptmission Nummer 13. Wir schauen aber jetzt heute mal wieder zu unserer Motherbase. Denn da haben wir noch einiges. Ich muss mal wieder hier unsere Jungs treffen, dass da die Moral schön oben bleibt. Duschen müsste ich auch mal wieder. Schaue ja wieder aus heute. Jo, das werden wir heute alles machen. Und genau, noch ein paar Waffen uns bauen. Ich werde jetzt mal die Plattform ein bisschen hier außer Acht lassen, was jetzt das weitere Bauen angeht. Da werde ich mich heute auch mal ein bisschen mehr und wie gesagt, da werde ich mich heute mal ein bisschen mehr drauf konzentrieren, dass wir unsere Aufrüstung mal ein bisschen aufmutzen. Und zwar Belohnung haben wir hier auch noch, wunderschön. Ja, GMP, oh, da kommt was zusammen. Da haben wir nochmal 20.000. Da haben wir nochmal 20.000. Development Project has been added. So, ui, 4x D. Ja, ob das so gut ist, man weiß es nicht. Und einmal E. So, da schauen wir doch mal in die Datenbank. Nein, die Enzyklopädie. Genau, da müsste jetzt eigentlich dieser Bär sein, dieser komische, ne? Wildesel. Da haben wir 11 von 47 bisher. Braunbär, nee. Himalaya-Bär, alter Schwede, schaut aus wie ein Eisbär, ne? Eine Unterart des Braunbären, die im Himalaya heimisch ist. Das Fell einiger Exemplare ist im Vergleich zu anderen Braunbären aber eher weißlich gefärbt. Da die Zahl der frei lebenden Tiere immer wieder sinkt, ist er im afghanischen Operationsgebiet auch als Phantombär bekannt. Wie andere Braunbären greift er mit großer Wildheit an, sodass man Vorsicht walten lassen sollte, wenn man ihm gegenübertritt. Sehr schön. Heilpflanzen haben wir alles, was nur geht. Wie gesagt, hier haben wir erst 11 von 47. Da geht also noch einiges mehr, liebe Freunde. So, dann Nebenoperationen. Kassetten, externe Aufträge. Wie gesagt, das läuft ja. Nebenoperation. Haben wir den noch nicht? Sichern Sie den Betäubungsarm, Bauplan. Nein, den haben wir noch nicht, stimmt. Ach, der ist da. Ich weiß nicht, wollen wir uns den schnappen? Wäre eigentlich ziemlich cool, ne? Komm. Nee, erst einmal gehen wir duschen. Erst einmal gehen wir duschen, Freundler. Dann testen wir doch gleich mal auch die Sniper. So, gehen wir wieder ein bisschen zurück. So. Wie gesagt, dann machen wir das schnell, holen uns den Bauplan.
müsste eigentlich auch Rucki Zucki gehen und dann gucken wir uns nochmal diesen Himalaya-Bären uns an. Oh, das war ja ein Theater, bis wir den gehabt haben, ne? Ich depp. Ich hätte mir eine Betäubungspistole nehmen müssen. So. Jetzt, wenn ich wüsste, dass da der Heli ist, ne? Beziehungsweise, dass da dieser feindliche Kampfheli wieder ist. Am Ende der letzten Folge. Dann würde ich mir doch gern so eine Rakete mitnehmen. So, komm Snake, rein mit dir. Es ist windig. Uah. Diamond Dogs, Hauptwache, Scharfschützengewehr mit seiner hohen effektiven Reichweite, kennst dich aus. So, wie gesagt, Nebenoperationen. Den Riot-Bauplan. Please select a landing zone. Da kann ich wieder einen Elite-Soldaten rausholen. Ja, dann landen wir halt hier. Oder warte mal, das sind die Kackruinen, ne? Mission not accepted. Ach, Freunde der Sonne. Weißt du was? Komm, das lassen wir. Sorry. Wir begeben uns zur Tierplattform. Da soll es ja auch einige schöne Sachen geben. Komm, das machen wir anders mal. Wir machen dann als nächstes wirklich Mission Nummer 11. Gehen wir aber nochmal hier geschwind hin. Die Leuchtgranate wird verwendet, um befreundete Einheiten Signale zu geben. Alter, kennst du dir aus, da. Ja, auf zur Tierplantage. Ja. Die Doc habe ich schon lange nicht mehr gesehen, ne? Ach ja. Ja, wir landen aber da drüben. Im Vogelgehege. So. Jetzt müssen wir nur mal schauen, wo ist hier die braunen. Die Bärenfraktion. Wo sind die gewesen? Was? Afrikanischer Pfirsich? Wer bist du, deppert? Hier waren die, glaube ich. Kann das sein? Da drüben? Upsala. Schon wieder falscher Knopf, Frankonia. Laden wir mal dann über. Jo, Fleischfresser. Könnt hinkommen, ne? Ja, cool. Sorry, aber da muss ich jetzt runter und Hallo sagen. Ich will natürlich immer auf Nummer sicher gehen, dass dem Tier gut geht. Hey Jungs, vertragt ihr euch? Hey, Himalaya-Bär, hallo. Sorry, war ein harter Kampf, ne, zwischen uns beiden, aber ich hoffe, die geht's wieder gut. Ja, schaut eigentlich wieder ganz fit aus, ne, der Kerl. So, nichtsdestotrotz zurück zu den Entwicklungen.
Und 62 sind im Wattebereich. Alter Verwalter. Ich weiß nicht, wir rüsten uns jetzt mal hier echt mit die Waffen aus. Was nehmen wir? So, hier könnten wir die ausrüsten. 188, oh, das ist alles so teuer, wird es, ne? Es wird immer teurer alles. So, jetzt haben wir hier das. Könnten wir nochmal aufrüsten. Ich weiß nicht, und diese Felder, das sind die ganzen Baupläne, kann das sein? Sturmgewehr, Hüfte. Ordentlichen Granatwerfer da. Wo ist die Sniper, die wir gebaut haben? Bin ich blöd? Wir haben doch eine gebaut jetzt. Oder nicht? Scharfschützengewehr. Da haben wir doch eine gebaut jetzt. Boah, mit 8-fach Zoom. Alter, was geht mit denen ab? Ja, genau, die haben wir ja gehabt, ne? Die haben uns ja geholt. Schalldämpfer, Haltbarkeit gering. Bitte eine überragende effektive Reichweite im Durchschlagskraft. Das ist aufgrund des Kammerverschlusses aber nur eine geringe Feuerkraft. Ach, Kacke. Die bräuchte ich ja, Junge. Na, jetzt habe ich genau das Falsche gekauft. Ach, ist das blöd jetzt. Ist das blöd. Jetzt haben wir hier noch Leckeres. Na, da haben wir aktuell die da. Die könnten wir bauen. Automatikwaffe, oh, die schaut stark aus. Ein Raketenwerfer. Das wäre natürlich cool, ne? Die Schilder, ich weiß auch nicht, ne? Hier die Attrappe. Haltbarkeit erhöht und mitführbare Munition erhöht. Cool, der kann sogar reden. Das ist ja auch eine geile Erfindung, ne? Clouds approaching. Okay, was haben wir hier noch? Fangkäfig. Können wir nichts machen? Sowas hätte mich ja gejuckt, ne? Aber hier kannst du noch übelst machen, Alter. Karton. So eine Zigarette. Das könnte man eigentlich auch mal benutzen, wir auch viel zu selten. Die für 85.000. Aktivierungssonar, schnelles Hinlegen. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Kostet 200.000. Betäubungsarm, da geht aber noch mehr. Und hier Kleidung. Dieser Schleichanzug, ne? Dann nehmen wir mal den da. Den finde ich ziemlich cool, yo. Den entwickeln wir doch mal gerne, Freunde. Hier, da brechen wir mal ab. So, dann, was können wir noch nehmen?
Ja, das war's schon eigentlich auch fast, ne? Sowas wäre cool, ne? Fahrzeuge, Container. Da fehlt ein Transportspezialist. Den werde ich mir nur bei den Nebenmissionen rausholen können, ne? Weißt was, ich bin mal so lustig, ich mach da noch was, falls hier was geht, da geht aber nichts mehr. Kann ich hier was noch machen für 140.000? Nee. Die könnte ich noch machen. Laufgeschossumbau, Schaden erhöht. Ja, aber ist nicht so cool, ne? Eigentlich. Schauen wir, vielleicht haben wir noch irgendwie raketenwerfermäßig. Nee, kann man leider nichts mehr bauen. So ein Schild. Die Dinger sind aber auch wahnsinnig teuer, ne? Komm, weißt du was, dann nehmen wir noch mal. Kaufen uns die noch. Development Project has been added. Abbrechen und dann nehmen wir den auch noch mit. Development Project has been added. Warte mal, da brech mal ab. Dann kaufen wir die noch. Development Project Sehr schön. Has been added. Jo, dann hätten wir die doch hier soweit alles. Der kostet nochmal 100.000. Soweit so gut. Ui, guck mal, die Penta schieß mich tot, Dinge. Soll ich die mal nehmen? Die könnte ich eigentlich auch mal benutzen, ne? Komm, da knallen wir uns das noch rein. Entwicklungszeit 18 Minuten, das ist okay. Jo, und dann war's das, ne? Oh, Belohnung. Anna gestorben? Nein, aber GMB 120.000. Development Project. Na, wieder wegen Geld. Und 4-mal D, 3-mal D erhalten. Und 1-mal E, ne? Ist nicht gerade die Welt. Aber egal, machen wir nochmal einen externen Auftrag. Please select a mission. Und zwar GMP, genau. Dass wir da ein wenig Kohle haben. Unit dispatched. So, jo, dann hätten wir das auch hier. Sehr schön. Liebe Freunde, dann hätte ich gesagt, machen wir heute auch mal. War doch mal eine kurze Folge hier. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich mal hier wieder hochkomme. Ach, wo ist denn hier der verdammte Ausgang schon wieder? So. Gut, ich verabschiede mich. Sage danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, da dann wieder mit der Mission 11. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, Servus, euer Franconia.